Thomas Bauer, Musikpädagoge. Sie haben gerade eben von der Köhler-Osbach-Stiftung einen Preis verliehen bekommen. Und ich glaube, es gibt niemanden, der kompetenter erklären könnte, warum er diesen Preis bekommen hat. Ja, ich habe den Preis bekommen für meine Arbeit mit dem ehemals mit dem Namen Erwachsenenorchester an der Musikschule hier in Duisburg. Das nennt sich jetzt mittlerweile Intermezzo Sinfonico. Und ich arbeite mit Erwachsenen zusammen und versuche mit ihnen zusammen zu musizieren. Es ist eine ganz bunte Mischung von jüngeren Erwachsenen bis älteren Erwachsenen und auch eine gute Mischung von dem Instrumentarium. Und so versuchen wir einfach im Ensemble zusammen Musik zu machen. Das ist ja die besondere Herausforderung, sage ich jetzt mal so aus Lehrersicht. Ein solches Ensemble ja, zusammenzuhalten, in Form zu bringen ja, und auch erfolgreich zu machen, wie man gehört hat. Die besondere Herausforderung ist in der Tat, die geeigneten Stücke zu finden. Das heißt, es müssen Stücke sein, die man auch bewältigen kann. Es müssen Stücke sein, die zum Ensemble passen, die ich auch, je nachdem, wer vor mir sitzt, die ich dann ganz kurzfristig auch umstricken kann, damit es wieder einen Klangkörper gibt. Das heißt also, ich bewege mich nicht in der reinen klassischen Musik, wo zum Beispiel alles konkret mit Stimme vorgegeben ist und dann haben sie eine Besetzung, wo eine Stimme fehlt, dann können sie das Stück schon nicht machen. Ich bewege mich also auch im sogenannten gehobenen Unterhaltungsbereich, wo man zum Beispiel mit einem Klavier einige Stimmen auffangen kann. Also das ist eigentlich die größte Herausforderung, die geeignete Literatur zu finden. Welche Bedeutung hat der Preis jetzt für Sie, die Köhler-Osbach-Stiftung verliehen? Der Preis hat eine recht große Bedeutung für mich, weil dadurch meine Arbeit ein bisschen gewürdigt wurde. Und ich gebe das auch so, wie es ist, an mein Orchester weiter, weil die einfach auch die Arbeit so mittragen, wie ich das mache und machen möchte. Und von daher freut es mich einfach, dass diese Arbeit Anerkennung gefunden hat. Dann vielleicht kriegen Sie das aus dem Kopf ja hin, wenn man Ihr Orchester mal hören möchte. Wann hat man das nächste Mal Gelegenheit dazu? Das ist sogar sehr bald. Und zwar in 2 Wochen kann man uns hören. Beim Tag der offenen Tür im Rathaus, da spielen wir im Hanienhof, nachmittags 15 Uhr bis 16 Uhr. Und einen Tag später spielen wir auf dem Rhein- oder Rhein-Herne-Kanal in der Weißen Flotte. Ich glaube, das ist sonntags nachmittags dann von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Ja, das hört sich ganz hervorragend an. Ja. Dann gratuliere ich Ihnen nochmal zu Ihrem Preis. Dankeschön. Und bedanke mich für das Gespräch. Super, danke.